Und ja, was ich dann auch mal anschließend gemacht hatte, das habe ich eigentlich schon mittlerweile jetzt oder gerade total vergessen. Das habe ich natürlich vor der Finca gemacht. Da gehen wir jetzt mal eben schnell hin, ja, bevor wir zum Schluss kommen. Wir haben natürlich auch noch einen Fischer, ja, der jetzt hier oben im Dom verschollen ist. Ich weiß ja jetzt, wo der ist, aber hier sollte er eigentlich sein. Ja, der hat jetzt hier eigentlich auch einen schönen einen Steg, wo er dann seine Angel auswerfen kann. Hier kann er sich hier hinsetzen. Hier kommt dann auch noch ein Tisch und sowas hin. Und ja, das ist eigentlich die Fischerhütte. Die hatte ich dann auch immer mal so zwischendurch gebaut. Das sind halt auch immer so Kleinigkeiten, ne? So zwischen Dombau und halt auch mal was Normales bauen. Weil wie gesagt, der Dombau ging natürlich fast drei Jahre. Und das ist natürlich schon eine richtig, richtig lange Zeit. Ja. Und was ich natürlich auch noch gebaut hatte, wo ich ja eben sagte, da kommen wir gleich noch zu hin. Da fangen wir aber hinten an. Denn wir haben natürlich auch bei uns im Dorf nicht nur eine Bäckerei und eine Metzgerei, auch jetzt verziehe ich doch, sondern wir haben dann noch ein bisschen mehr. Und da wollen wir jetzt auch noch schnell hingehen. Was heißt schnell? Gehen dahin. So, und zum einen habe ich hier natürlich auch einen Brunnen stehen. Ja. Das war gar nicht so leicht zu bauen, dieser Brunnen. Der war ursprünglich, danke Minecraft, ursprünglich ein anderer Brunnen, auch mit anderen Steinen. Aber das hatte mir nicht so gefallen, dann hatte ich den wieder abgerissen und den dann hier neu hingesetzt. Ja. Dann hatte ich, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, hier hinten noch eine Hütte gebaut. Das hier ist das Haus vom Rode. Ja, das hatte er sich gebaut, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen die Leute, die jetzt hier mit mir mitmachen oder also mit auf meinen Spielstand kommen, dass die sich irgendwo so ein bisschen verewigen. Und ich muss sagen, ich finde sein Haus echt richtig cool, richtig schick. Ja. Und da hatte ich ihm noch damals mit geholfen, mit dem Einrichten und sowas, weil er ist nicht so der Einrichtungskünstler, wie er selber sagte. Er baut lieber halt so. Ne? Ja. Und das ist hier sein Häuschen. Mit seiner kleinen Schlafnische. Kleine Ecke für zum Lesen. Ja. Also ich muss sagen, mir gefällt das Haus. Ja. Und dann hier hat er auch ein bisschen umzäunt. Mit einem kleinen Garten, wo man sich schön hinflezen kann, schön hinsetzen kann. Finde ich persönlich echt schön. Gefällt mir richtig gut. Und dann hatte ich hier damals auch noch eine Hütte gebaut. Die wollte ich anders bauen als die normalen Hütten. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir denn hier drin? Einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, was das hier werden sollte für eine Hütte. Auch, glaube ich, nur zum Wohnen, ne? Ich glaube, das sollte auch nur eine einfache Wohnhütte werden. So in etwa, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Könnt ihr mal sehen, wie lange das alles schon wieder her ist. Dann haben wir hier unser Rathaus, das da oben soll eine Uhr darstellen, der große Stunde, der Schwatte oder Schwatte, Entschuldigung, der dunklere, die die Minute, also Viertel nach zwölf. So, das hier ist unser Rathaus. Ja, das ist natürlich eingeteilt. Hier vorne sitzt die Dame vom Empfang. Und dann kann man dann hier einmal hier vorne Platz nehmen, als Warteraum quasi. Und dann kann man dann in die dementsprechende Abteilung, wo man hin muss, dann hingehen. So, das Rathaus haben wir noch. Dann hatte ich, dazu kommen wir jetzt gleich,
auf der anderen Seite noch ein Möbelhaus gebaut. Ja, wir haben natürlich einen Holzfäller und ein Forsthaus, aber kein Möbelhaus. Ne? Und natürlich kriegt man nur fertige Möbel in ein Möbelhaus. Ja, und da gehen wir jetzt auch mal eben rein. Ja. Ihr habt mal eine schicke Auswahl an Essgelegenheiten oder auch eine Küche. Ja, das ist natürlich alles Muster. Ja, man muss sich das jetzt hier in Minecraft dann bestellen und dann kriegt man das alles schön geliefert und so. Und das sind halt hier alles so Mustersachen. Ja, oder hier oben Schlafkammern mit verschiedenen Bettfarben, wie man das gerne hätte. Geht natürlich auch in anderen Farben, gar kein Problem. Ja, das ist hier dann so unser Möbelhaus. Und ja, das hatte ich natürlich auch noch so zwischendurch und nebenbei gebaut. Was ich mittlerweile echt blöd finde, ist, weil das Texture Pack nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist, sind die Bilder auch nicht mehr aktuell. Das waren mal richtig, richtig schöne Bilder, die ich hier drin hatte. Na, und das geht dann hier alles so Hand in Hand. Na, da müssen wir auch noch einen schönen Weg hier hin machen. Das kriegen wir auch noch alles hin. So. Und dann habe ich hier in dem Dörfli. Hier in dem Dörfli. Ja, ein Restaurant gebaut. Ja, ein Restaurant braucht man natürlich auch in der Stadt, um hinterher dann anschließend in die Lounge zu gehen. Ja, vorher natürlich ein Happen essen, ein Burger oder Pommes oder wie auch immer. Und zu den Häusern oder zu dem Haus konnte ich natürlich jetzt leider nicht... Ey, was ist denn jetzt los? Sagen hier Film ab oder so. Weil das halt nicht mein Haus war, das vom Rode. Aber hier könnt ihr sehen, wie das Restaurant entstanden ist. Bitteschön. So, Restaurant kann eröffnet werden. Treten Sie ein. Na gut. Das ist jetzt schon witzig, aber... Oh lol, ich bin wieder zu meinem Haus zurückgerannt. Und ich dachte, es ist die Brücke zum Dorf. Kurz ab. Scheiß Shader. Oh Gott. Hey, cool, ihr habt ja sogar eine Merch-Store. Hä? Leider kostet das alles immer so viel zum Transportieren. Merch-Store? Wir? Wait, das hat Carsten neu gemacht, von da weiß ich auch noch nichts. Hat Carsten wieder was gemacht, ohne dass wir was davon wissen? Keine Ahnung, also ich bin jetzt auch nicht, hab unten auf Trinkgeld geklickt und dann kann man ja spenden. Und dann steht oben Merch, New. Da habe ich mal drauf gedrückt. Okay. Lol. Na, da hat Carsten was gemacht anscheinend. Davon wusste ich selbst oder, auch nichts. Oder wir haben jetzt irgendwas Neues freigeschalten und wir wissen davon noch nichts. Das kann auch sein. Aber ich glaube wohl eher, Carsten hat da was rumgebastelt. Und hätte auch was gekauft, aber kostet dann leider 6 Dollar Verschiffung. Nee, ist immer das Yabo Family Logo drauf. LOL. Ups, ups, ups. Denk nicht, dass das wer anders das gemacht hat. Ja, aber Carsten hätte mich doch drüber informiert. Wie geil ist das denn? Hallo? 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 Na, hör mal, du bist gerade auch live auf Twitch. Okay. Hör mal, seit wann haben wir Merchandise? Hm, war ich vergessen zu sagen. Hm. Ja, schön. Weil Heinz mit Soße sagte mir dann.
letzte Nacht. Okay. Ja, ich hatte da gestern Abend mal ein bisschen rumprobiert und so und wollte eigentlich ein paar Einstellungen nochmal überprüfen, auch wegen Internet und es so. Es war ihm langweilig, aha. Und hab das dann gefunden. Und da wir Affiliate sind, können wir halt jetzt auch darüber so einen Merch-Store machen und den habe ich dann gestern eingerichtet. Ach, wie geil. Problem ist aber, glaube ich, dass die Sachen alle sehr teuer sind, also müssen wir da mal nach einer Alternative suchen. Ja, weil ja. Heinz mit Soße schrieb das nämlich, der hätte gerne seiner Freundin so einen Top, gekauft. Hm. Aber sagte... Verschiffung ist teuer. Der sagte dann, dass das Top so 27 gekostet hätte, dann noch die Verschiffung von 6,45 und dann auch Steuern und so, sagt er, wäre bei fast 40 Euro gewesen. Für ein Top natürlich heftig, ne? Ja. Ja, ich wusste halt nicht, dass dann da am Ende noch was draufkommt. Ich dachte halt, dass dann die 27 Dollar halt mit allem wären. Mit Druck und sonstigem, aber anscheinend kommen dann noch die Steuern und Verschiffung und so oben drauf, wovon ich gehofft habe, dass das dann automatisch kommt. Keine Ahnung, muss man dann mal gucken. Aber wie geil. Aber die Sachen sehen doch echt cool aus, ne? Ja, ohne Scheiß, ich möchte mir gerne auch was drüber bestellen. Ja, wir verdienen eigentlich auch so gut wie nichts daran, ne? Also es ist halt wirklich einfach nur zur Bereitstellung für andere. Und ich habe das so günstig immer wie möglich gemacht. Mhm. Also wir bekommen pro T-Shirt irgendwie einen Dollar oder zwei, je nachdem. Das ist halt nicht so viel, ne? Deswegen, aber ich habe eigentlich versucht, die Preise möglichst niedrig zu halten. Wenn dann noch Verschiffung und so ein Zeug oben drauf kommt, dann ist das echt blöd, dann wird es nämlich echt sehr teuer. Ja. Aber da kann ich leider nichts dran machen. Da müssten wir uns mal umgucken, ob wir vielleicht auch Merchandise in Deutschland finden, was wir dann mit Twitch verlinken können, dass es dann einfach ein bisschen günstiger wird. Mhm. Aber mehr fällt mir da jetzt im Moment auch nicht ein. Ich wollte es nur erstmal haben, um mal ein bisschen was zu zeigen. Ich hatte das mit Yaugi gestern ein bisschen besprochen, weil du warst ja gestern auf dem Geburtstag. Nee, deswegen habe ich dir noch nicht gesagt. Es ist flach gefallen, leider. Ach so, okay. Naja, das ist, er hatte mir gestern eine WhatsApp geschickt, er liegt mit Magen-Darm flach. Ach du Scheiße. Ja, gut. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, kannst du ja nicht wissen. Nee. Alles gut. Okay. Nee, ja. Dann viel Spaß noch und. Ja, danke schön. Okay, bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. In der Küche keine Fenster. Aber okay, alles. Nee. Gibt es nicht. Die müssen hier arbeiten. Ach, wenn die rausgucken in die freie Natur, das geht nicht. Muss man auch schön Akrobatik zeigen. Ja, nicht schlecht. Hast du den Knopf jetzt bekommen? Ja. Dann setz mich wieder hin, wo vorher war, bitte. Eigentlich, ich fände das jetzt voll witzig, aber ich mag jetzt nichts mit Redstone machen. Ja? Jetzt guckst du mich so lang an. Weil du was mit Redstone gesagt hast, da klingeln bei mir die Ohren, wenn du da bist. Also was man halt machen könnte, wäre, dass wenn du beim Kühlschrank den Knopf drückst, dass dir die Tür geöffnet wird und dann wird dir ein Stück Essen zugeworfen. Ach, mit so einem Dispenser? Aber ich habe jetzt keine Lust, einen Dispenser zu craften, weil der braucht einen Bogen, Redstone und Cobblestone. Ja, nee, muss auch nicht. Aber... Au! Muss ich was anderes mit Redstone fixen? Geht irgendwas nicht? Kann man Klingeln bauen? Also, dass da auch wirklich ein Ton rauskommt. Ja. Und so sparen wir auch Holz, denn die Treppen sind natürlich teurer als die halben. Nein. Keine Fackel. Mensch. Hör auf damit. Wäre cool, ja. Wieder die ganzen Trollys hier. Ganzen Trollys hier wieder am Start.
Oha. Ich glaube, das Restaurant ist ein bisschen groß geworden. Aber hey, was soll's. Egal. Gut, dass es hier in Minecraft nicht so eine echte Gravitation gibt. Ich glaube, das Haus würde wie so ein Kartenhäuschen zusammenfallen. Oh, guck mal, hier in der Mitte kommt jetzt noch ein Dicker hin gleich. Sehr schön. Können wir sogar schon machen. Zack. Ja, die Workbench ist unten, ne? Aber was wir schon mal machen können, why not? Ist hier jetzt schon mal weiter dran bauen. Scheiße, wir müssen auf jeden Fall Holz fällen. Oh Mann. So, ja, das hier ist dann also unser Restaurant. Ja. Hier muss dann auch noch so eine Klappe hin und dann muss hier auch noch ein Dorfbewohner hin. Hier haben wir auch eigentlich noch einen Koch, der hier alles frisch zubereitet. Na, und das geht alles hier Hand in Hand. Na, wir haben ja hier Metzger und Bäcker und sowas. Und die profitieren halt alle hier voneinander. Ja, der Müller vom Getreide, der Bäcker vom Müller, hier ein Restaurant vom Bäcker und vom Metzger. Und damit man natürlich kochen kann, braucht man Löffel, man braucht Messer, man braucht Gabel, man braucht so vieles. Dafür brauchst du wiederum den Schmied. Und so läuft das alles hier Hand in Hand. Ja. So. Dann, meine Lieben, hatten wir nach dem Dombau zum einen mit einem neuen Großprojekt angefangen, dem Jama Hall. Da gehen wir aber gleich hin. Wir haben auch eine Altstadt gebaut. Ja, wir haben gesagt, der Kölner Dom, ohne Altstadt geht da nichts. Ja, und da werden wir jetzt mal hingehen, denn ich muss sagen, die Altstadt ist auch richtig, 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 richtig schön geworden. Und in Minecraft erkennt man mittlerweile ja auch eine Stadt daran, dass da jetzt auch mittlerweile eine Katze ist, ja. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich im Dschungel bin, irgendwie Fisch mitzunehmen für eine Katze. Brauche ich nicht mehr. Wir haben jetzt hier eine Katze durch unser Dorf, der groß genug ist, um als Dorf auch in Minecraft offiziell zu sein. Und ja, wie gesagt, sind alte Häuser, sind alte Fachwerkhäuser, die wir hier gebaut haben. Und ja, wie wir natürlich die Stadt peu à peu aufgebaut haben, das seht ihr jetzt. Ich brauche meistens... Autsch. Hallo. Jetzt habe ich doch den Fußboden vergessen. Jetzt muss ich doch noch mal los. Immer das Gleiche mit dir.
Ja, ehrlich wahr. Da ist der Tag, wo wir da draußen, da Ja, ich bin wieder da. draußen. Halbes Stündchen mache ich noch, dann bin ich aber. Da bist du aber, dann bist du fort. So. Hast du dann keine Lust mehr? Hey, ich bin müde. Ja, trink dir ein Käffchen. Na, um die Uhrzeit, das ist aber nicht gut. So, hier. Wir haben ja schon 0 Uhr. Ja, es ist. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt so, weiß ich nicht, 10:30, 11. Nee, es ist schon. Mach jetzt das Haus hier fertig. Da Es ist kommen nach. Balken rein, nicht zumachen. Es ist nach 12 Uhr. Krass. Wird ein schönes Häuschen. Ja, finde ich auch, ne? Wird echt richtig klasse. Doch keine Balken mehr. Nee, habe ich nicht. Gabo, bist du unterwegs? Hey, ich bin raus aus dem Spiel. Ja. So. Ja, Mensch, Tabo, schön, dass du wieder dabei warst. Ja, war richtig Ja, nett. gerne, 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 gerne. Schafft das nächste Mal auch wieder. Wann wollt ihr denn wieder spielen? Nächsten Samstag geht nicht, hast du gesagt, ne, Ich Steffi? weiß noch nicht wegen Papa. Eben, genau, das lassen wir dann erstmal. Ja, nee, dann hier, bei mir ist es eh Wuppe. Sag Bescheid. So, Stände haben wir jetzt hier noch. Hier noch. Hier noch. Das ist schön. Dass man auch ja alle kaufen kann. Ja, geht ja sonst nicht, ne? Eben. Kämen wir denn dahin? Dann hätten wir ja sonst einen Mangel. Das wollen wir ja nicht. Okidoki. Ja, es sieht doch schon schön aus. Wohnen jetzt aus ihren Plünnen wieder raus hier. Tja. Eigentlich stehen die dann auf und fangen an zu wandern. Aufstehen. Rauskommen. Guck, hier ist auch ein Dorfbewohner. Ah, der Der ist ist aber ein grün. Taugenichts, die Grünen. Dann ist jetzt hier ein Taugenichts drin, weil gerade eben war hier einer mit einer grünen. Die stehen da oben und kommen nicht weg. Weiß, warum der Bibliothekar hier ist. Hier stehen Bücher. Der wird von Bücherregalen angehoben. Wo ist
Und hier ist der Pfeilmacher. Gerda, hast du die... Wo ist die Silktouch hin? Ich hab sie nicht. Ich hab sie auch gar nicht gehabt. Ja, die Altstadt, die hat alles, was das Herz begehrt. Wir haben hier zum einen einen Marktplatz, ja, alter Markt haben wir das hier genannt. Ja, da können die Leute dann morgens auch frische Sachen holen. Ja, wie zum Beispiel hier Kekse oder Brötchen. Was auch wieder alles Hand in Hand geht, auch mit der anderen Stadt da hinten, ja. Die arbeiten ja alle zusammen, ja. Hier haben wir einen Lagerplatz am Markt, ja. Hier können die Leute ihre Sachen erst einmal ein bisschen parken und holen die dann, dann zu den Ständen hin. Ja, hier haben wir den Kartografen. Ja, der kriegt von uns auch immer fleißig Papier und sowas. Na, guck mal, da pennt er auch. Ja. Also wie ihr seht, das ist hier alles sehr auf alt getrimmt. Ja. Hier haben wir auch ein Rathaus. Unser Domrathaus. Ja, ich bin weg. Ich guck da nicht hin. Ja. Hier ist also unser Rathaus. Hier haben wir auch ein paar Seiten drinnen. Mit einem Badezimmer. Sind die da festgebackt? Bauermeister. Ja, dann weiß ich jetzt auch, wo der ist. Glitzernde Melonenscheiben. Ich glaube, goldene Karotte und sowas, das braucht man für zum Brauen. Pfeilmacher-Lehrling. Ah, Stickies will er nicht mehr haben. Feuerstein konnte man ihm noch geben. Ja. Dadurch, dass wir hier die Leute spawnen lassen haben, hat sich ja wirklich ein Dorf entwickelt. Und ja, das ist echt richtig schön geworden. Hier haben wir auch nochmal ein Bauernhaus am Dom. Ja, hier hat er dann auch noch mal ein paar Felder. Er ist jetzt hier noch Neuling. Ja, wir könnten ihm aber auch Weizen geben. Ich kann euch das ja mal demonstrieren für die Leute, die das nicht kennen. Wir nehmen einmal hier die Weizen. So. Ja, jetzt gehen wir doch nicht hier auf den Pinsel. Als wenn er nicht wollte, dass ich hier abernte. So, jetzt möchte er 20 Weizen haben. Wir haben 20. Und jetzt können wir einmal mit dem tauschen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel nochmal tauschen, indem ich einen Smaragd gebe für 6 Brot. Ne? So, das ist das, womit er momentan tauscht. Und dann wird er halt immer besser. Ne? Jawohl. So, dann haben wir hier natürlich auch ein Hotel. Ja. Unser Hotel am Kölner Dom. Ja, das ist leider mittlerweile auch irgendwie... Nee, das ist jetzt hier wieder richtig rum. Okay. Ihr habt gerade die Katze schon gehört. Ja. Die Katze kriegt man offiziell in Minecraft, wenn es ein Dorf ist. Und, dann haben wir dann hier oben die Schlafräume. Immer ausgestattet auch mit einem Badezimmer. Es gibt hier auch größere Schlafräume und kleinere Schlafräume. Je nachdem, wie die Leute das Geld locker sitzen haben. Ja. Dementsprechend sind die Räume eingeteilt. Ja, moin! Bewachst du das Zimmer? Okay, da können wir jetzt gerade... Ach, wir dürfen durch. Das ist danke. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Das ist hier eine etwas größere Suite, ja. Auch hier mit einer schönen großen Eckbadewanne. Und ja, hier muss man natürlich schon sehr
viel Geld in die Hand nehmen. Ich störe euch weiter nicht. Komm, Piepmatz, wir gehen. Ja, und hier haben die, weiß ich nicht, noch eine Ecke, wo die am Skat spielen können oder was auch immer. Kanaster, Doppelkopf. Nur nach denen gelüstet. Das ist hier unser Hotel am Dom. Ja, und dann haben wir hier noch ganz viele verschiedene Sachen. Die Ecke hier hinten, die Gerda gemacht hat, die finde ich auch richtig toll. Da gehen wir auch nochmal gerade hin. Ja. Unsere große Ruheoase quasi. Die kleine ist ja bei uns hinten. Ja. Hier können die Leute dann auch sich hier bequem hinsetzen und chillen. Auch richtig toll geworden. Ja. So. Hoppala. Ja, das hier ist unsere Altstadt. Ja. So. Und dann haben wir natürlich jetzt auch noch ein großes Projekt, das auch noch aktuell läuft. Ja. Ach, was ich euch auch noch kurz zeigen kann, ist, wir haben hier hinterm Dom auch einen Friedhof. Ja. Den haben wir damals erstellt. Den wollte ich eigentlich so schnell noch gar nicht haben. Aber als letztes Jahr meine Oma gestorben ist, wollte ich einen Friedhof haben. Ja. Und da hatten wir innen drin, hatten wir vorher im Dom so Sachen gehabt. Die Leute, da war irgendwie auch Erdbeben, glaube ich mal, in Italien oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man so solche Sachen gehabt, innen drinnen. Das wollte ich dann hier draußen weiterführen. Und hier natürlich das schönste Grab von allen, wenn man das schön nennen kann, jetzt nicht falsch verstehen, ist natürlich für meine Oma. Ja. Und ja, dadurch haben wir jetzt hier schon einen Friedhof, den ich eigentlich so schnell so noch gar nicht haben wollte. Aber jetzt haben wir den und das ist auch gut so. Das passt auch eigentlich ganz gut hier mit in die Landschaft rein. Man sieht es so erstmal auf den ersten Blick gar nicht. Und ein Gotteshaus ohne Friedhof wäre natürlich auch kein richtiges Gotteshaus, ne? So, ja, dann gehen wir jetzt zum größten Projekt, was jetzt auch noch offen steht, meine Lieben. Wir haben nämlich begonnen mit dem Bau des Jai Mahal. Jai Mahal ist ein Tempel in Indien. Und ja, da werden wir jetzt mal hinflitzen. Wir waren ja eben quasi ja auch schon da. Aber noch nicht richtig da. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Ja, irgendwie ist heute wieder der Wurm bei mir so ein bisschen drin in Minecraft. Ich hoffe, naja, nicht. So. Wahrscheinlich zu viel hin und her. Zu viele Chunks, die geladen werden müssen. Aber nur gut. So. Gehen wir hier rum. Das ist irgendwie so die Strecke, die man eigentlich am meisten geht. So, hier ist auch schon das Prachtexemplar. Ja, da sind wir jetzt auch schon etliche Stunden auch dran, aber das ist halt klar. Und ja, wie hier natürlich der Bau begonnen hat, will ich euch nicht vorenthalten. Bitteschön. Und zwei. Also 7 ist zu groß. Wir brauchen 5, 4 und 2. Ja, du hast 7er Bögen gesagt. Ja, ich hatte die gebaut. Ja, richtig. Aber wir waren noch... Also wir haben... Wie viele verschiedene Bögengrößen haben wir? 1, 2, 3, 4. 7er, 5er, 4er und 2er. Wo denn? Hast du ein Bild vom Tempel? Hä? Hast du ein Bild vom Tempel vor dir? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, gibt dir erst hier nur das durch, wie wir das berechnet hatten. Ja, ich habe das nämlich hier mir hingepinnt gleich an meinen Computer. Ich kann da genau drauf gucken. Das hängt über meinem Computer am Regalbrett. Da sind die drei mittleren Bögen
Die sind nicht ganz so groß wie die vier äußeren dann. Und die, also müssten die vier äußeren sind die größten. Dann kommen die mittleren und dann kommen nochmal kleinere. Wir haben nur drei Größen Bögen. Da ist irgendwas durcheinander gekommen. Ich hatte den mit sieben dann gebaut. Und das war zu groß. Ja gut, ich habe das jetzt natürlich genommen, was wir berechnet haben und aufgeschrieben, logischerweise, jo. Weil so ich, haben wir ja auch die 120er Breite berechnet. Wenn wir nämlich keine 7er Bögen machen, dann müssen wir ja alles wieder neu berechnen. Quatsch. Wir fangen einfach hier in der Mitte an und bauen den symmetrisch nach rechts und links und gucken, wie weit wir kommen. Das ist nicht so wie beim Kölner Dom, wo wir so akkurat nachher mit einem Querschiff, wir haben kein Querschiff und nichts, weißt du? Wie ist das, machen wir dann, wenn wir jetzt hier diesen Bogen haben, machen wir dann quasi hier noch so einen dazwischen, quasi so eine Zweierwand und dann den nächsten Bogen? Nee, nur wo es hin muss. Na, wir brauchen ja Abstände. Ja, die sind verschieden. Wir brauchen da Abstände, deswegen frage ich. Die sind verschieden. Haben wir erstmal mit normalen oder mit... Bauen wir das wieder mit gemeißelten? Tja. Es ist natürlich die Frage, sieht das mit gemeißelt jetzt noch aus? Ist ein bisschen Erde aufschütten hier. Wahrscheinlich Platz brauchen. Krass, ja, obwohl ich hier schon mächtig aufgeschüttet hatte, habe ich gedacht, ach ja, weißt du, wir haben bis hierhin abgezählt. Das läuft. Ja. Wir hatten aber gleich gesagt, dass ein kleines Stückchen größer wird dann. Okay. Außenmauer. Man noch irgendwie im Zweifel wiedert. Acht. Band. Eins, zwei. Band ist eins, dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oha. Sieht auch schon von hier nicht schlecht aus. Ja. Also. Jetzt wissen wir natürlich überhaupt nicht, wie die Ecke innen aussieht. Das können wir doch dann eigentlich so machen, wie wir das okay finden, oder? Genau. Können wir. Würde ich auch vorschlagen, so zu tun. Naja, Mensch. Die alles andere gab es vorher schon. Hab ja meinen allerersten Palazzo aus Sandstein gebaut. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, das passt. Glaube ich, hoffe ich. Wo habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich das abgelegt.
So, hier waren wir stehen geblieben. Blöd, dass ich jetzt hier eine Strömung habe. Ach, das ist doof. Das heißt, ich werde das hier gar nicht mehr rauskriegen, wa? Ansonsten muss man bei ihm bezahlen. Okay, also Wohnklumpen haben wir ja nicht. Da könnte ich höchstens noch Cleanies holen. Jetzt habe ich erstmal Granit. Ja, Granit, also Granit bietet er sogar an, poliert. Das brauche man nicht. Ja. Ach, danke, Rangi. Oh. La 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 la. Warte, ich habe hier auch noch. Ist aber nur 16. Okay. Schlafen jetzt erstmal, wa? Ja, ich habe immer wach gemacht. Du kannst die aufwecken. Ich hol Cleanies. Du kannst die aufwecken. Ich hol trotzdem Cleanies. Du kannst die aufwecken. Was hast du gesagt? Ich höre so schlecht. Ja. Du kannst die Cleanies aufwecken, wollte ich gerade sagen. Ich bin schon unterwegs zu den Cleanies. Du kannst die Cleanies aufwecken. Ja, ich gehe. Ich habe einen Wecker dabei. Oh Mann. Ja, weck die Cleanies mal auf. So, oh. Hallo, ihr süßen Cleanies. Jetzt müsst ihr leider aufstehen, denn ich kann euch wecken, hat die Steffi gesagt. So, ja, das ist hier unser Jamahal. Ja. In all seiner Pracht. Und ich habe ja jetzt seit neuestem wieder diesen Shader-Mod drauf. Ja, den hatte ich ja jetzt monatelang nicht drin gehabt. Seit der 1.15 sogar nicht mehr. Also seit Dezember. Und ich muss sagen, das sieht so bombengeil aus. Guckt euch das mal an. Diese Farben. Es ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Ja. So sieht das bis jetzt nämlich hier auch aus in dem Jamahal. Hier unten haben wir ein Swimmingpool, wollte ich schon fast sagen. Die sind hier am Pennen. Krass. Guck mal, die Fische schlafen. Ah. Jo. Müsste ja wieder kleiner gehen, genau. Hier haben wir ein Aquarium gebaut. Und das ist der Grund ja auch, warum wir nach Korallen und sowas gesucht hatten, bis ich dann irgendwann mal privat hier rumgeflogen war. Und ja, dann sowas endlich mal gefunden hatte. Und ich muss sagen, unser Aquarium ist echt richtig toll geworden. Richtig schick. Sehr schöne, viele bunte Fische drin. Gefällt mir richtig gut. Ja, auch hier mit den Korallen. Echt herrlich. Da ist wieder dieser Kugelfisch. Das ist das, was ihr gerade eben auch gehört und gesehen habt. Dass der sich aufbäumt, wenn man dem zu nahe kommt. Das ist ganz lustig. Ja. So. Dann haben wir hier die Küche. Ja, das geht natürlich auch alles Hand in Hand. Hier können die Leute essen. Hier ist die Küche. Hier hinten kommt auch noch ein Restaurant und sowas hin.
Ja, also wie gesagt, dieser Jamar Hall, der ist noch nicht fertig. Und das hier ist Eis. Hui! Ja, das sieht man daran, man rutscht schön nach. Das hat man hier natürlich nicht. Und ja, da würde ich sagen, wir gehen auch mal nach oben. Gucken uns das Ganze auch mal hier an. Hier, das ist der Bereich, da bin ich gerade dran. In dem lilanen Bereich, das heißt, das ist noch im Bau. Da werde ich auch noch näher nicht eingeben, weil ich nicht weiß, wann die Folge rauskommt, wo ich dann mit dem Bau beginne. So, hier, das können wir euch aber zeigen. Einmal die blaue Seite, die hat die Gerda gemacht. Da fangen wir jetzt mal an. So. Ja. Das hier ist das, was die liebe Gerda gemacht hat. Hier haben wir Zimmer Nummer 1. Das ist auch echt hier richtig, richtig, richtig toll geworden. Ja, wie ihr seht, die Blumen hat sie alle auch fleißig bestellt. Ja, drüben beim Blumenhändler. Und ja, da, wie gesagt, das geht hier alles Hand in Hand. Ja, hier ein richtig schönes Hochbett hat sie gebaut. Richtig, richtig toll. Das gefällt mir richtig gut, wie sie das gemacht hat. Ja, schaut euch das mal an. Echt toll, richtig klasse. Ja. Sie hat auch immer richtig schöne Ideen. Ja, hier haben wir Raum Nummer 2. Ja. Auch richtig schön eingerichtet und es gefällt mir richtig gut. Hier mit den Betten, ne? Wie gesagt, alles schön in Blau gehalten. Und das gefällt mir echt richtig gut. Ja, auch mit einer schönen großen Badewanne. Zum Abduschen. Richtig schick. Hat sie wirklich richtig toll gemacht. Und hier ein Trönchen. Echt schön. Richtig schöne Räume. So, dann haben wir Schanups noch Raum 3. Auch richtig toll eingerichtet mit dem Kamin. Wirklich sehr, sehr schön. Richtig gemütlich und gefällt mir richtig, richtig gut. Hier auch wieder zum Schlafgemach. Und hier kommt man dann auch wieder in den Wohnbereich. Also wirklich richtig nett und süß eingerichtet. Und ich bin echt richtig froh und happy darüber, dass sie auch mitmacht. Und auch tolle Ideen und sowas mit einbringt. Echt cool. So, dann gehen wir jetzt in den orangenen Bereich. Den habe ich schon fertiggestellt. Und so. Na komm. Ja, die Betten nicht hingucken, die habe ich aussortiert. Hier raus. Ja, hier habe ich auch nochmal ein kleines... Ja, ist ja gut. Ein Aquarium gebaut. Quasi so, hier müssen noch Leitern hin, dass man die von oben füttern kann, so wie man es von einem Aquarium ja auch eigentlich kennt. Ne? Dass die Fische von oben dann da ihr Futter bekommen. Ja, dann haben wir hier einmal ein Räumchen. Hier ist das nicht getrennt. Hier sind die Suiten ein bisschen billiger als drüben in dem blauen Bereich. Und ja, aber hier, das ist der orangene Bereich. Ja. Und ja, hier haben wir eine kleine Nische für ein Kind, wo er schlafen kann. Hier ist ein Hochbett dann für die Eltern. Müssen sie sich halt ein bisschen hochkraxeln. Wie gesagt, ich habe hier das relativ offen gehalten. Und hier haben wir auch eine Lounge, wo wir sitzen können. Und wo man sich aufhalten kann, wenn man möchte. Hier haben wir auch eine kleine Leseecke in den verschiedensten Sprachen und Ausgaben. Da ist ein Sportheft bei. Da ist alles Mögliche mit bei, was das Herz begehrt. Ja. Und ja, hier haben wir einmal einen Raum mit einem Himmelbett.
Und ja, wie gesagt, ich habe das hier relativ offen gehalten. Die Räume. Ja, Einzimmerräume, Zweizimmerräume. Hier, das ist etwas größer gehalten. Hier hat man auch eine schöne Ecke, wo man sich hinfläzen kann. Mit einem eigenen Kamin. Ja, und hier, was ein bisschen separat von dem anderen abgetrennt ist, ist das Badezimmer. Ja, das ist das, was wir schon so bisher haben. Und ja, das sind bisher die Schlafgemächer. Es kommen natürlich noch weitere. Gucken, vielleicht können wir die Betten noch für irgendwas anderes nehmen. Und es ist schon wieder am Regnen. Das gibt es doch nicht. So. Dann gehen wir jetzt noch eben nach oben. Ja, da sind wir dann auch schon im letzten Teil. Das hier ist der Garten hier oben von dem Jamahal. Und den gibt es auch wirklich. Ja, weil da kann man schön im Internet auf Bildern sehen. Und ja, den haben wir jetzt hier so schön gestaltet. Gehen wir mal ein bisschen durch. Hier haben wir schön Blumenbeet mitgemacht. Und hier ist nur Bambus. Ja, da drin sind keine normalen Blümchen drin oder so. Die haben wir dafür hier schön an der Seite. Wenn man dann hier so durchgeht, kann man sich dann auch hier überall hinsetzen, wenn man das so möchte. Und hier in der Mitte haben wir auch einen Brunnen. Ja. Das ist das, was bisher in 1300 sowieso Folgen passiert ist. Bis hierhin. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Und es war nicht zu viel Information und sowas für euch. Aber ich habe gedacht, so ein bisschen vorher, nachher, wie das hier mal ausgesehen hat. Das ist eigentlich mal ganz witzig zu sehen. Und ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderbare Zeit. 5 Jahre Let's Play Minecraft. Das hätte ich mir nie im Leben erträumt. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für eure Treue. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Folgen auch wiedersehen werden. Und ja, bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer anderen Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.